Hi-ho, Leute. Ich bin wieder mal auf YouTube unterwegs. Ich war eine ganze Zeit lang nicht online, beziehungsweise habe nichts online gestellt, da ich meine ersten Gehversuche auf Twitch unternommen habe, aber habe festgestellt, ist nicht so meine Plattform. Heute soll es um ein Mailback gehen. Ich habe wieder einige China-Ware bekommen und hier ist der Part 1 der ganzen Geschichte. Viel Spaß! Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe schon einiges aufgemacht, da ich immer sehr neugierig bin, was gekommen ist, beziehungsweise dass ich das in der App von AliExpress auch als angekommen deklarieren kann. Ja, dann fangen wir mal hiermit an. Das ist der, na, Heltec CubeCell. Das ist ein LoRa-Modul mit dem SX126X-Chip. Das ist der neuere. Der alte, das ist der SX127X. Und das Ganze läuft auf 868 MHz. LoRa interessiert mich insofern, da ich, also mit Funk habe ich schon seit meiner Kindheit zu tun. Und ja, mich interessiert es halt, was mit LoRa möglich ist, wie weit die ganze Sache reicht von der Antennenreichweite her und ja. Der, wie gesagt, das ist ein LoRa-Modul. So, hier ist das Heltec LoRa-Modul, der Node. Hier steht zwar 868 bis 915 MHz. Meine Version ist jetzt die 868 MHz. Das Ganze muss dann in dem Sketch auch als 868 MHz deklariert werden. Er kann auch die 915 MHz, aber das ist in Deutschland für LoRa bzw. für ein ISM-Band nicht zulässig. Das Ganze lässt sich über die Arduino-IDE programmieren. Da gibt es in der Bordverwaltung extra was für den Heltec LoRa Node. Ist, soweit ich weiß, nicht an den Arduino anschließbar, sondern läuft eigenständig und man kann halt verschiedene Module dran setzen. Schönes kleines Modul, 14,09 € ist ein bisschen happig, 3,25 € der Versand. Ja, lässt sich drüber streiten, aber ich will es halt einfach mal ausprobieren, was das kleine Ding so kann. So, dann haben wir hier, na, so, einen ganzen Haufen LEDs, klare LEDs in grün, in rot, in gelb, in blau und in. Ja, da steht jetzt nichts drauf, das müssten weiße LEDs sein. Ich habe die insofern gerne als klare Version, weil das einfach irgendwie schicker aussieht, wie wenn man da, wenn man zum Beispiel eine rote LED nimmt, wenn man dann dieses rote, den roten Kopf von der LED sieht. Und das Klare finde ich, das sieht einfach schicker aus. So, hier haben wir die 500 LEDs in klar, 5 Farben, in rot, grün, weiß, gelb und blau. Zu den LEDs braucht man eigentlich nicht viel sagen. 3,95 € kostenloser Versand, da kann man nicht meckern. So, was haben wir hier Schönes? Ah, das ist die ESP32 Cam, das ist ein ESP32 Modul mit integrierter Cam. Die muss hier eingesteckt werden. Und das Ganze hat zum Beispiel eine Gesichtserkennung mit drin, beziehungsweise eine Personenerkennung mit drin und läuft halt auf dem ESP32. Mich hat das einfach mal gereizt, wie weit man das kleine Ding ausreizen kann. Ob man das eventuell als Standardcam nehmen kann für diverse Sachen.
oder ob die Bildwiederholungsfrequenz einfach zu niedrig ist. Aber das werden wir in einem separaten Video sehen. So, hier haben wir die ESP32 Cam. ESP32 dürfte ja wohl bekannt sein, mit Wi-Fi und Bluetooth-Modul integriert. Und das Ganze hat dann auch eine 2-Megapixel-Kamera mit dabei. Das hat 6,94 € plus 1,88 € Versand gekostet. Kann man eigentlich nicht meckern. Und ja, wie gesagt, mal gucken, was ich damit an. Ja, hier haben wir kann man jetzt hier schlecht erkennen. Aber upsala. Das sind Arduino-Nano-Klone. Von denen habe ich mir mal 10 Stück bestellt. Jetzt durch die ganze Krise, Corona-Krise und so weiter und so fort, besteht das Problem, dass die Elektronik wohl teurer werden soll. Ich habe es auch schon auf Seiten wie Amazon und so weiter gesehen. Da habe ich zum Beispiel mal, habe ich einem Bekannten meine Webcam empfohlen, die Logitech C922. Ich habe sie noch für 89 € bekommen und mittlerweile läuft sie bei Amazon für 130 bis 170 €. Also die Elektronikpreise, die ziehen momentan stark an. Das wäre das 10er-Paket mit dem Arduino Nano Klon. Da habe ich für das 10er-Paket 20,79 € bezahlt, ohne Versandkosten. Und auch zudem werde ich weitere Videos machen, wo er ein bisschen einen Einblick in die ganze Geschichte bekommt. Was haben wir hier? Ah, das sind Vactrole. Was ist ein Vactrol? Sieht erstmal ein bisschen unscheinbar aus, das Ganze. Was Kleines, Rundes mit 4 Beinchen. Das ist eine Art Optokoppler, aber nicht direkt. Das Ganze dient zum Beispiel für den Control Voltage Eingang bei diversen Modulen, die man im Synthesizer Bereich hat. Hat hier auf der einen Seite eine LED und auf der anderen Seite ist ein lichtempfindlicher Widerstand und das Ganze ist in einem lichtdichten Gehäuse eingegossen. So, und die Helligkeit der LED beeinflusst den lichtempfindlichen Widerstand so, dass halt dementsprechend der Widerstand höher oder niedriger ist. Und wie gesagt, das Ganze soll für Control Voltage, soll ein Control Voltage Eingang sein für meine Synthesizer Module, wo ich noch dran bin, beziehungsweise welche ich schon gebaut habe, aber noch erweitern möchte. Hier haben wir die Vactrole. 20 Stück. Lineare Optokoppler werden sie hier geschimpft, sind aber Vactrole. Ich habe bezahlt 9,87 € dafür und der Versand war 2,21 €. Ist schon ein bisschen heavy für die ganze Geschichte. Ich meine, man kann sie auch selber bauen, indem man halt eine weiße LED nimmt und einen lichtempfindlichen Widerstand und das Ganze dann zum Beispiel in Fimo einbackt, in schwarzem Fimo. Kann man machen, kann man einiges an Geld sparen. Aber so sind sie schon fertig und man hat keinen großen Aufwand damit. Ah, ja, genau. Dann sind wir wieder beim Thema LoRa. Ein bekannter Forenkollege aus dem IoT-Forum. Der hat eine Platine entworfen für einen ATtiny 84, der mit dem RFM 95 zusammen angeschlossen wird. Das Ganze ist ein kleines LoRa-Modul, was mit einer CRC 2032 Batterie läuft, mit einer Knopfzelle. Und man kann verschiedene Sensoren dran anschließen. Also der Sketch, der ist jetzt für zum Beispiel ein BMP 280 gedacht.
Damit kann man dann halt über LoRa die Temperaturen messen, im Kühlschrank, im Gefrierfach, im Auto oder. Und das sind halt die kleinen Platinen dafür, die er entworfen hat. Da habe ich mir direkt 10 Stück von geordert. Aber da gibt es auch nochmal ein separates Video drüber. Was haben wir hier? Na komm, geh schon auf, du Feigling. Hier haben wir 10 Wemos D1 Mini. Kann man auch nie genug im Haus haben. Wie gesagt, im Zuge dessen, dass die Elektronikpreise momentan stark ansteigen, habe ich mir halt einen Vorrat an Nanos bestellt, an Wemos bestellt, weil das sind die Module, mit denen ich am meisten arbeite. Und ja, wie gesagt, ein kleiner Vorrat an der ganzen Sache. Hier haben wir den Wemos D1 Mini im 10er-Pack. So, das Ganze kostet 19,19 € kostenloser Versand. Und zu dem Wemos D1 Mini muss ich, glaube ich, auch nicht viel sagen. Vor allen Dingen, ihr lernt auch noch bei den ganzen Projekten, die ich mache, besser kennen. So, das soll es für den ersten Teil des Mailbags sein. Der zweite, der folgt auch noch, und der dritte und der vierte. Also ich habe noch genug zum Auspacken, beziehungsweise um euch zu zeigen, was es ist. Ich gucke, dass ich alle Links zu den Artikeln in die Videobeschreibung packe. Dann müsst ihr nicht großartig suchen, sondern braucht einfach nur draufklicken, wo was ist. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin und habt Spaß am Basteln.